Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Demografische Entwicklung nicht nur bedrohlich. Dazu hast du, Marion, ja jüngst einen Helaba-Fokus publiziert. Die Gesellschaft altert. Mit den geburtenstarken Jahrgängen, vor allen Dingen aus den 60er Jahren, gehen bald viel mehr in Rente, als Jüngere auf dem Arbeitsmarkt nachrücken. Man könnte also gewissermaßen sagen, das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Ja, das stimmt. Dem System werden viel mehr Ressourcen entzogen, als ersetzt werden. Da geht es um die Tragfähigkeit der Sozialsysteme und damit auch um die Belastungen für die öffentlichen Haushalte. Da geht es aber auch um die Innovationskraft einer Wirtschaft und natürlich um Fachkräftemangel, der bereits heute spürbar ist, aber der dann noch stärker spürbar sein wird, wenn jetzt nach und nach die Babyboomer in Rente gehen. Auch im deutschen Bankwesen grassiert der Fachkräftemangel und dürfte sich perspektivisch noch beschleunigen. Klingt so, als könnte man da eigentlich gar nicht viel machen. Ja, so eine Patentlösung wird es wohl leider nicht geben, aber vielleicht geht es auch weniger darum, etwas dagegen zu machen, als mit den Entwicklungen zu arbeiten. Und da lohnt sich ein Blick auf die Reserven und hier gibt es mehrere Ansatzpunkte. Ein Ansatzpunkt ist zum Beispiel der Blick auf die Schulabbrecherquote, die in den letzten Jahren relativ konstant bei 6% lag. Das ist zu hoch. Ein weiterer Blick lohnt sich auf die Teilzeitarbeit der Frauen. Wenn wir hier auf den Chart schauen, dann sehen wir, dass die Frauen in Deutschland häufiger in Teilzeit sind als in der EU. Und es ist so, dass hier noch einiges Potenzial vorhanden ist. Wahrscheinlich ist nicht für jeden eine 100%-Stelle das Richtige. Aber wenn man die richtigen Rahmenbedingungen schafft, Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dann ist da sicherlich noch eine Reserve drin. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Zuwanderung. In der EU gehört ja praktisch die Arbeitnehmerfreizügigkeit zur DNA. Aber der Blick in die EU reicht nicht, weil die einzelnen EU-Länder hier mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, nämlich alternde Gesellschaft, Fachkräftemangel. Deshalb lohnt es sich, den Blick zu weiten. Also einige afrikanische Länder zum Beispiel haben eine deutlich jüngere Bevölkerungsstruktur. Das ist nochmal ein Ansatzpunkt. Allerdings geht es natürlich bei Zuwanderung um das Ziel qualifizierter Zuwanderung. Und hier hat die Bundesregierung gerade ein neues Fachkräfte-Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. Davon erhoffen sie sich ziemlich viel. Aber es gibt auch Initiativen aus der Wirtschaft, zum Beispiel vom VDMA, dem Maschinenbauverband. Die richten ihren Blick unter anderem auf Ausbildungszentren vor Ort in den Ländern. Ja, und eine weitere Ressource, auf die man schauen sollte, ist natürlich der ständig wachsende Personenkreis älterer Arbeitnehmer. Man sieht hier, dass die in der Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen die Erwerbstätigkeit in den letzten 10 Jahren gestiegen ist, hat sich ungefähr verdoppelt. Allerdings ist noch immer Luft nach oben, wenn man den Blick auf die nördlichen Länder richtet. Also hier gibt es auch noch Potenzial. Ein Zwang wird sicherlich oder vermutlich zu wenig Erfolg führen. Und es gibt auch Berufe, in denen ein längeres Arbeiten eigentlich nicht möglich ist. Aber um das Potenzial auszuschöpfen, müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber dranbleiben, sich einbringen, auch fortbilden im Sinne einer nachhaltigen Personalwirtschaft. Also es gibt insgesamt deutlich mehr Möglichkeiten, als nur den Mangel zu beklagen. Interessante Einblicke. Mehr dazu finden Sie im aktuellen Demografiefokus und den gibt es auf der Homepage der Helaba.